Mein Name ist Claudia Gammon, ich bin 28 und seit 2 Jahren Nationalratsabgeordnete für die NEOS. Ich beschäftige mich vor allem mit dem Thema Wissenschaft, Jugend und Frauenpolitik. Ich kandidiere für die NEOS auf Platz 6 der Bundesliste. Ich war immer schon politisch und habe mich in keiner Partei zu Hause gefühlt, weil wenn man liberal ist in Österreich, dann gab es halt damals keine Partei im Nationalrat. Und so bin ich auf der Uni dann in Wien zu den jungen Liberalen gekommen. Und wir sind auch alle Gründungsmitglieder von NEOS. Und deshalb bin ich jetzt da seit 5 Jahren dabei, seit Tag 1 quasi. Ich bin bei meiner Partei, weil NEOS die einzige liberale Partei ist in Österreich. Die einzige Partei, die sich für Freiheit und Eigenverantwortung einsetzt, damit Menschen unabhängig vom Staat leben können und selbstbestimmt leben können. Ich möchte Österreich vor allem generationengerecht machen, weil das, was bei uns abläuft, dass Politik immer nur für eine gewisse Klientel gemacht wird, führt halt oft dazu, dass um die jungen Menschen gar nicht gekämpft wird, kommt einem vor. Das hat mit Pensionen zum Beispiel zu tun, die ich wahnsinnig ungerecht finde, weil wir werden vom System, so wie es jetzt gebaut ist, nicht mehr viel rauskriegen. Oder dass zu wenig für die Bildung gemacht wird und der Staat wahnsinnig viel Schulden macht, ist etwas, was sehr ungerecht ist jungen Menschen gegenüber. Mein wichtigstes politisches Ziel ist, Österreich ganz allgemein einfach ein Stück freier zu machen und die Freiheit des Einzelnen stärker in der Politik zu repräsentieren. Ich glaube nicht, dass es ein einziges Ziel ist oder ich eine Forderung herauspicken wollen würde, weil ich glaube, dass man mit Politik etwas Größeres Gesellschaftliches bewegen sollte. Österreich wird ein athletischer Staat sein. Das heißt, dass der Staat fit ist, aber nicht quasi zum Selbstzweck, sondern damit er auch besser für die Menschen da sein kann, die seine Hilfe brauchen. Und dass er auch anderen Menschen nicht mehr im Weg steht, wenn sie ihre Ziele erreichen möchten. Zum Beispiel Unternehmerinnen und Unternehmern keine Steine mehr in den Weg legt. Und Österreich wird ein fites Pensionssystem haben, das generationengerecht ist. Und es wird ein Bildungssystem haben, wo, wie unser Parteichef immer sagt, jedem Kind die Flügel gehoben werden. NEOS steht dafür, dass deine Chancen im Leben so groß sind, wie sie nur möglich sein könnten. Dass du alle Ziele im Leben erreichen kannst und aus deinen Ambitionen etwas machen kannst. Und dafür schaffen wir die Rahmenbedingungen. Und wir sind auch eine ehrliche Bürgerinnenbewegung, die gegen das System ankämpft und alles aufbrechen will und einen wirklichen Wandel in der Gesellschaft auch bewegen möchte. Es soll mir eine Vorzugsstimme geben, weil ich eine mutige und rebellische Stimme für die Jungen im Parlament bin und das in den letzten 2 Jahren bewiesen habe. Und ich würde mich gerne auf mehr Unterstützung freuen, weil es ist nicht immer so einfach als junge Frau in der Politik und wir können jeden brauchen, der mit uns mitkämpft. Unangepasst, widerspenstig und humorvoll. Mutig, innovativ, freiheitsliebend. Weil ich finde, dass man hier am meisten bewegen kann. Da werden die wirklich großen Themen in der österreichischen Politik besprochen. Und abgesehen davon macht mir Parlamentarismus einfach wahnsinnig viel Spaß. Im Moment schon, aber ich würde ehrlicherweise gerne in den nächsten 5 Jahren, in der nächsten Periode noch nebenbei was anderes machen. Die größte Baustelle im Bildungssystem ist, dass Schulen nicht die Freiheit gegeben wird, dass sie so einzigartig sein können und so eigenständig arbeiten können, dass sie auch auf die Einzigartigkeit der einzelnen Schülerinnen und Schüler eingehen kann. Und es gibt so viele Vorschriften und Regeln im Bildungssystem, die gar nichts dazu beitragen, dass Kinder dann mit 15 sinnerfassend lesen können. Und das ist das, was man grundlegend ändern muss. Ist ganz auf das Fach darauf angekommen. Ich war super in manchen Fächern und weniger gut in Mathe zum Beispiel. Wobei ich war nicht schlecht, aber ich habe mich überdurchschnittlich reintigern müssen, um super Ergebnisse zu haben. Meine perfekte Schule ist eine mündige Schule, die Verantwortung dafür übernimmt, Schülerinnen und Schüler die besten Möglichkeiten im Leben zu geben und auch mutig ist, neue Dinge auszuprobieren.
probieren, um dorthin zu kommen. Ich kann mich ehrlicherweise an nichts Besonderes erinnern. Ich muss sagen, dass ich generell wenig Connex noch zu meiner eigenen Schulzeit habe, obwohl es noch nicht so lange her ist. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass ich, glaube ich, immer ein wenig seltsam war in der Schulzeit. Oder ich habe mich zumindest nicht wahnsinnig zugehörig gefunden. Und das hat sich dann erst geändert, wie ich auf die Uni gegangen bin. Da kann man nur sagen, dass wenn man sich nicht zugehörig findet und glaubt, man ist ein bisschen schräg, dann sollte man stolz darauf sein, weil da wird dann meistens was Tolles daraus. Nein, habe ich nie, weil ich habe mich nie getraut. Tipp, am besten vorher alles auf ein kleines Blatt drauf zu schreiben und dann merkt man sich eh. Ja, meinem Geschichtelehrer und Klassenvorstand, wobei den habe ich eh angerufen, wie ich Abgeordnete geworden bin, weil er immer so politisch interessiert war, sind wir auch alle politisiert worden. Und da hat er einen großen Beitrag dazu geleistet, dass ich mich dann engagiert habe. Habe ich ein verstecktes Talent? Ich bin wahnsinnig beweglich. Leon der Profi. Es ist kein Buch, sondern es ist ein Graphic Novel, und zwar die Sandman-Reihe von Neil Gaiman. Ich habe kein Lieblingszitat und ich finde das auch immer ganz fürchtig, wenn man so durch Instagram durchscrollt und die Leute immer wichtige Gedanken von anderen Menschen versuchen, in wahnsinnig ultraphilosophische Botschaften über das Leben weiter zu verbreiten. Also weniger Zitate im Internet ist sinnvoll, weil die Hälfte davon stimmt meistens nicht. Im Winter bin ich eine Nachteule und im Sommer eher ein Morgenmensch. Ich würde gerne mal in den Libanon reisen. Aktuell gerade sehr gerne mit Emmanuel Macron und unbedingt irgendwann einmal mit Angela Merkel. Ich habe wahnsinnig viele Vorbilder, aber ich nehme jetzt auch weil bald gewählt wird, ein Beispiel aus unserer Partei. Und zwar ist mein wichtigstes Vorbild bei NEOS Beate Meil-Reisinger, unsere Wiener Parteichefin, weil die wahnsinnig viel Power hat, unglaublich viel in einen Tag unterbringt und mich jedes Mal neu begeistert mit dem, was sie alles kann. Nein, überhaupt nicht. Ich finde, junge Menschen sind wahnsinnig politisch. Sie haben nur kein Interesse am gelernten österreichischen Parteiensystem und das überrascht mich nicht, weil mich interessiert es auch nicht wirklich und ich finde es total furchtbar, wie es funktioniert. Aber junge Menschen lassen sich extrem für politische Themen begeistern und deshalb sollte junge Menschen weniger als eine einheitliche Zielgruppe sehen, weil junge Menschen sind so unterschiedlich wie alle anderen halt auch und es geht darum, Themen zu besprechen, die ihnen wichtig sind. Und weniger wahnsinnig cool und jugendlich zu wirken. Alleine schon, wenn ihr das seht und euch für die Nationalratswahl interessiert, habt ihr vielleicht relativ vielen Menschen in Österreich was voraus. Und ich finde das super. Und ich glaube, was man am ehesten mitgeben sollte, ist, unabhängig davon, was euch im Leben mal an politischen Vorschlägen begegnen, bleibt immer kritisch.